Den Herrn interessiert es, was dein Wille ist. Nun, für Calvinisten macht diese Aussage wahrscheinlich eher weniger Sinn. Weil doch sowieso einfach alles passiert, was Gottes Wille ist. Schau, natürlich gibt es den Willen Gottes für dein Leben. Aber innerhalb des Willen Gottes glaube ich, dass es Flexibilität gibt. Gott wird dir nicht sagen unbedingt, das ist die eine einzige Person, die du heiraten sollst in deinem Leben oder so etwas. Das ist ein typisches Beispiel, an das Leute denken, nicht wahr, besonders junge Leute. Das ist die eine einzig wahre Person. Wir finden meines Erachtens ein einziges Beispiel dafür in der Bibel, wo Gott das tatsächlich gesagt hat oder bestimmt hat. Aber ein einziges Beispiel, weißt du, was das bedeutet? Dass es extrem unwahrscheinlich ist, die Chancen liegen bei weniger als 1%, dass Gott dir sagen wird, das ist die eine Person, die du heiraten sollst. Es wird nicht passieren. Okay. Innerhalb des Willen Gottes gibt es Flexibilität. Ja, es gibt mehrere Personen, die gute Personen sind, die du heiraten kannst. Es gibt mehrere Aufgaben in deinem geistlichen Leben, die du übernehmen kannst. Ja, du kannst dich selbst entscheiden, was weiß ich, ein Instrument zu spielen in der Gemeinde. Du kannst die Entscheidung dazu treffen. Ist das irgendwie dann gegen den Willen Gottes? Ach, ich weiß aber nicht, ob das der Wille Gottes ist. Mach es einfach. Warum sollte es nicht der Wille Gottes sein, in der Kirche zu dienen, ein Instrument zu spielen? Warum nicht? Verstehst du, was ich meine? Und wenn du betest, Herr, ich will das und das für dich tun und es ist eine eindeutig gute Sache und du erwartest es vom Herrn, dass er dich segnet, Gott wird dich segnen.